Das ist zurzeit mein Lieferwagen. Alles, was stört, fliegt jetzt raus, um Platz zu schaffen. Jetzt können die vorgefertigten Möbelstücke rein, das sind bloß 3 Stück. Und die klicken sich auf eine im Boden aufgeschraubte Arretierung auf, wo vorher meine Fixierwand festgemacht war. Das passt zusammen. Und die Campingmöbel werden eingebaut. Und das Ganze dauert ungefähr mit Auskehren und Saubermachen eine Dreiviertelstunde. Jetzt ist es in etwas wohnlicher. Wir haben 2 schöne Betten, wir haben Stauraum, Kocher und natürlich auch einen Kühlschrank. Eine stinknormale Baumarktmarkise. Der Vorteil bei dieser Art des Reisens ist, dass das Auto nicht als Camper gesehen wird, sondern als normaler Lieferwagen. Wenn die Markise oben noch draufgeschnallt ist auf den Dachgepäckträger, sieht es noch ziemlich technisch aus, also als ob ich irgendwas transportiere, weil wir sehr oft einfach unterwegs anhalten und schlafen. Also kaum auf Campingplätzen, außer jetzt. Ah, und wir sind noch nie irgendwie aufgefallen. So, dann viele Grüße bis dahin. Nächste Woche geht's weiter mit meinem Garderobenschrank. Ciao.